Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis, wieder Nachtsession. Und wir haben einen neuen Spieler, ich konnte ihn mir jetzt holen. Willian, trotzdem noch viel zu teuer. Für 139.000, das war das billigste, was ich jetzt den ganzen Samstag über gesehen habe. Ich hatte ihn, wie gesagt, anfänglich mal für 115.000 gesehen und dachte aber, okay, da wird noch ein bisschen billiger. Hatte mich geirrt und deswegen, naja, was soll's denn jetzt, knapp 25.000 mehr, von daher, nee, Quatsch. Knapp 20.000 mehr, von daher passt schon. Ich habe ihm Engine gegeben, hat natürlich sehr geile Werte. Der vorgehende Willian hatte auch Engine, er bekommt auch Engine. Und ich werde mich jetzt auf alte Tugenden ein bisschen, um wieder reinzukommen ins Spiel. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur darauf, wieder gut zu verteidigen. Weil das war ja auch miserabel, die letzten Spiele. Und was anderes werde ich probieren. Und zwar werde ich die Spielanweisungen etwas ändern. Und zwar ausgewogener Angriff, konservatives Abfangen, grundlegende defensive Unterstützung, Passwege zustellen, Abwehrkette unter Druck setzen. Ich glaube, ich nehme das und dann alle Freiheiten werde ich nämlich jetzt da rausnehmen. Es ist erstmal nur ein Test, aber ich habe das Gefühl, dass das besser lief mit Position halten. So. Das muss ich jetzt logischerweise auch in der anderen Mannschaft noch machen. Ach ja, genau. Und ich wollte Werner wieder Sniper geben, weil ich glaube, der hat mit Sniper deutlich besser funktioniert. Weil er hatte doch einige Abschlüsse gehabt, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Der wird zwar sein Distanzwert nicht mehr geboostet und sein Passwert nicht, aber ich glaube, ich hatte ihn auch beim ersten Mal spielen auch mit Sniper gespielt, damit er halt einfach einen perfekten Abschluss und ein sehr, sehr gutes Dribbling bekommt. Deswegen gebe ich ihn jetzt Sniper. Falls ich das noch habe, ja, genau, noch einmal. So. Ausgewogener Angriff. Konservatives Abfangen. Konservatives Abfangen. Okay. So. Und das erste Spiel haben wir der Brasilianer Mannschaft. Konzentrieren. Und ich werde jetzt noch was machen. Und zwar gehe ich jetzt bei jedem Spiel von Anfang an davon aus, es erstmal zu verlieren, weil ich zurzeit scheiße spiele. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich umgedreht rangehe. Ja, ich dachte nämlich schon, dass Willian jetzt hier irgendwelche Sachen machen möchte. Okay. Puh, konzentrieren. Und wie gesagt, wichtig ist mir jetzt erstmal defensiv gut stehen. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal wieder, also werde ich jetzt doch weiter in der 4-2-3-1 spielen und nicht direkt im 4-1-2-1-2 beginnen, weil ich denke, hier stehe ich defensiv besser und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch bereit bin zu wechseln aufs 4-1-2-1-2 im Spiel, aber erstmal einfach, dass meine Defensive wieder funktioniert und ich da einfach wieder weniger Fehler mache. Das war einfach so schlecht. Und danach kann ich mich um die Offensive kümmern. Schauen wir mal, wie der neue Willian spielt. Aber ich denke mal, der wird geil sein. Gutes Team. Aber vielleicht spielt der Gegner ja schlecht. Ich meine, ich habe jetzt ein Sieg, drei Niederlagen. Also irgendwie muss ich auch mal leichtere Gegner bekommen. Guter Sturm, schneller Sturm. Hat den normalen Willian noch. So, jetzt konzentrieren. Wie gesagt, Abwehr erstmal wieder in den Griff bekommen. Komm schon, Abwehr wieder in den Griff bekommen. Komm schon. Ich drücke, aber es geht nicht weiter.
Oh, schön gemacht mit Miranda, das war niemals ein Foul. Oh, ich wollte natürlich nicht klären. Egal, besser als nichts. Aus der Drehung. Okay, kein geiler Beginn. So, irgendwie lässt der Gegner alles laufen, wie es aussieht. Krasser Abschluss von Firmino, guter Anfang. Erster Schusstreffer und zwar ein schwieriger Abschluss. Brauchen wir nicht drüber reden. Habe ich jetzt auch keinen wirklich krassen Fehler vom Gegner gesehen. Es war einfach wirklich ein glücklicher Abschluss. War jetzt auch keine wirklich krass rausgespielte Torschance. Interessant, das haben wir direkt ein bisschen verunsichert. Neymar komplett blank. Oh, schöner Kopfball, aber zu unplatziert. Da musste ich direkt abziehen. Ich denke, da wäre nichts Besseres draus geworden. Getunnelt. Jetzt macht er aber krasse Fehler. Das war dumm. Aber egal. Oh, schön. Schön gemacht von Alves. Gegner hat sich direkt verletzt. Das war nicht der Plan. Abseits. Schön gemacht mit Alves. Wie gesagt, Alves, seitdem er Shadow hat, gefällt mir viel besser. Schade. Gut gemacht mit Gustavo. Oh, Foul. Oh, das war ein Foul.
Schade. Ich wollte keinen Flügelwechsel machen. Glück. Fuck. Das war dumm von mir, hätte ich direkt abspielen müssen oder so. Aber es lohnt sich, auf die Verteidigung zu achten. Ach, Raphael. Schon wieder sinnloser Ballverlust. Also ich bin mit der Offensive nicht so zufrieden. Verteidigung habe ich einen Fehler auf jeden Fall gemacht, einen ganz klaren, mit Dani Alves. Aber ansonsten bin ich in der Verteidigung zufrieden. Also dafür, dass ich jetzt gerade erst wieder angefangen habe, darauf zu achten, gut zu sein. Ach du Scheiße, was für ein geiler Spielzug. Unglaublich geil. Aber das war jetzt auch ganz, ganz viel Neymar. Ganz, ganz viel Neymar auf jeden Fall. Wie er da mal mit der Pace nochmal rausgerückt ist. Glückliche 2-0-Führung, aber sehr schön. Hier, wie er das überläuft dann. Sehr geil. Auch schöner Pass. Direktabnahme von Firmino mit dem Schuss. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das nicht abgebe. Dieses 2-0. Einen Fehler kann ich mir erlauben. Da darf ich halt nicht passen, ne? Krass, Telles, schön abgelaufen noch. Dann will ja noch zum Fehler gezwungen. Also mit der Offensive bin ich nach wie vor total unzufrieden. Aber Defensive ist besser auf jeden Fall. Ich gebe halt einfach in zu viel Situation ganz billig in der Offensive den Ball ab, weil ich mich für die klar falsche Option entscheide. Schade, der Schlotterpass wäre gut gekommen.
Merkwürdige Flagge. Da haben wir einfach Pech, würde ich sagen. Und solche Dinger dürfen halt nicht kommen. Das klappt einfach zu oft, dass der Gegner halt so einen Pass spielen kann, ohne dass es irgendwie ein krasser Konter war, sondern einfach nur durchkombiniert, dann irgendwie auf so eine Pacer passt und er ist durch. Das darf halt nicht passieren. Deswegen, irgendwo habe ich hier auch wieder einen Fehler gemacht. Natürlich war es dann Glück, dass er irgendwie den Abpraller kriegt, aber trotzdem, das darf so nicht passieren. Der erste Schuss hätte ich auch schon reingehen können. Ist mir noch zu zeitig zum Wechseln, meine Spieler hatten auch noch zu viel Ausdauer. Okay, keine Ahnung, ob das mit Absicht macht oder weil einfach noch nicht fertig ist. Oh, er spielt ein 4-3-3, das ist echt ungewöhnlich. Oder 4-3-2-1. Wird selten gespielt. Maguire und Salah, irgendwie ist der Salah, der ist eklig. Schöner Schuss. Das war ein Foul. Was für ein Tor von Raphael. Wie geil ist das denn? Sehr geil. Da feiert er sich zurecht, ey. Ich habe nur auf Schießen gedrückt. Entweder ist er abgefälscht worden oder hat ihn selber flach geschossen. Super Abschluss. Der Pass war geil. Nee, ich glaube, er hat ihn selber so gemacht. Krass. Geiles Tor. Ich glaube, das ist der Deckel. Ich wollte ganz weit passen. Och Mann, Schusstäuschung. Schön von Thiago Silva. Na, kommt der mal kurz, oder?
Sehr schön. Ist ein leicht glücklicher Sieg und auf jeden Fall zu hoch mit den zwei Toren, aber bin froh, wenn wir überhaupt gewinnen. Och du Gott, was für ein Abschluss. Hätte ich glaube ich eher versuchen sollen, aufs kurze Eck zu schießen. Egal, 3-1 gewonnen, sehr schön. Guter Anfang. Und jetzt die Defensivstärke mitnehmen und Vorlagen für Minio, Neymar, Willian. Also 3 Scorepunkte für Minio. Ah, und Willian im ersten Spiel eine Vorlage. Also ein Scorepunkt, nice. Und jetzt konzentrieren und im nächsten Spiel direkt nochmal so. Vor allem defensiv solide spielen. Das war jetzt noch nicht gut oder perfekt, aber solide. Mal gucken, ob Werner direkt durchdreht mit seinem Sniper Chemistry Style. Ich werde mal noch ein bisschen die Heizung aufdrehen. Hier drin ist irgendwie kühl. Moment. Nur zwei Informs und trotzdem ein sehr gutes Team. Das sieht man auch nicht so oft. So rein von den Beladungen her. Interessanter Rechtsverteidiger, den 82er. Sagt mir gar nichts. So, konzentrieren und Sniper Werner nutzen, um Tore zu schießen. Aber wie gesagt, vor allem wieder Hauptaugenmerk Defensive. Zum Glück stand Ginter genau richtig. Schade. Ich bin daneben geschossen. Fuck. Den muss man eigentlich machen. Das ist auch meine Schuld, das Tor. Zurück zum Thema gute, solide Verteidigung.
Was war das denn mit seinen merkwürdigen Flanken? Gegentor ärgert mich, weil es halt einfach 100% meine Schuld war. Ich habe halt einen passend seinen Fuß gespielt. Na toll, alles gedeckt. Komm schon, ich will das Spiel nicht verlieren, nicht mit diesem Scheißfehler. Warum kommt denn keiner kurz? 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 Ah, danke. Fuck, dieses scheiß Gegentor, ey. Ich probier mal das 4-1-2-1-2.
so krass. Herzlichen Glückwunsch, Werner. Genau zur richtigen Zeit mal wieder ein schönes Lackertor nach einer Ecke. Okay, jetzt habe ich erstmal meinen Scheißfehler wieder eliminiert. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das Spiel noch gewinne und nicht mehr drüber nachdenken muss. Richtig krass platziert. Zum Glück. Bratecki, vielen Dank. Fuck, ich fühle mich so unsolide. Alter, krass gespielt. Muss wieder wechseln auf die andere Formation, die funktioniert nicht. Die Ecke hat ja auch nichts mit der Formation zu tun gehabt. Regie werde ich mal noch lassen. Muss Abseits sein. Weiß nicht, wie das alleine stehen kann, ohne dass Abseits ist. Unmöglich. Ich verstehe auch nicht, was seine scheiß Flanken immer sollen und warum die kommen. Können wir auch Regie auswechseln, denke ich. Wobei mich dieser Promis bisher noch nicht so überzeugt hat. Ich glaube, ich werde auch wieder zu Yunusi wechseln.
wieder einfach abgeschlossen. Er hat ihn selber so geschossen. Also flach ins Eck. Gezielt habe ich schon irgendwie. Ach, jetzt wäre es geil, wenn er nochmal Sch machen würde. Ach, leider ne. Aber egal. Krass, wenn ich das gewinnen würde, ey. Spiel gedreht, 3-2, Gegner zweimal geführt. Und wieder einfach geschossen und nicht flach. Wenn ich mir nicht sicher bin mit dem Flachschuss, muss ich, darf ich das echt nicht machen. Das geht auch so. Oh, wie der Gegner kotzen würde. Ich würde kotzen am Gegnersteller, weil der hat so krasse Chancen. Also ist keine verdiente Führung bis jetzt. Jetzt macht er auch zu viele Abspielfehler. Oh, schade, Werner. Ja, krass gespielt, gut gemacht, Glückwunsch. Und die Verlängerung. Besser als nichts, wir lagen zweimal hinten.
wieder eine dumme Flanke, es war so klar. Nice, alles Andrini einfach. Aber wie gesagt, Promis fühlt sich echt überhaupt nicht geil an. Ich glaube, den werde ich echt wieder rausnehmen. Obwohl man den auch häufiger mal im gegnerischen Team sieht. Aber der Nussi fühlt sich irgendwie deutlich spritziger an. Auch einfach wieder geschossen. Ich habe mich irgendwie den Flachschuss nicht getraut, keine Ahnung. Und jetzt Zeitspiel, Freunde. Sogar die letzte Vorlage gemacht für Alessandrini. Obwohl er jetzt keinen so guten wirklichen Passwert mehr hat. Jetzt hat der Gegner zweimal geführt und ich habe zweimal geführt, aber es wäre immer noch verdient für einen Gegner, wenn wir ins Elfmeterschießen kommen, aber ich hoffe, das nicht passiert. Toller Pass. Aber so kalt ist es da. Raus. Nice. Unverdienter Sieg, aber ich bin froh. Ich meine, mach's immer froh über den Sieg, ne? Ist klar, aber ihr wisst, wie ich mein. Krass, krass, krass. Und natürlich ein Wechselspiel. Alessandrini, bester Mann, was sonst? Werner macht ein Tor, Alessandrini 2, Arang ist. Vorlagen. 3 Vorlagen, Werner. Ach du Scheiße. 4 Scorerpunkte. Hä, wieso kriegt denn der dann nicht mehr auf dem Match? Hat sogar weniger Punkte als Alessandrini. Was? Aber hat sich der Sniper schon gelohnt, ne? Obwohl es keinen Sinn ergibt, weil 3 Vorlagen, er hat ja jetzt schlechteren Passwert. Aber erstmal Elianussi rausnehmen.
Alessandrini, dieses Biest, ey. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.